Das ist ein guter Schritt heute mit der KfW Capital, weil die KfW hat noch vor einigen Jahren überhaupt nicht im Bereich der Startups investiert. Und wir erleben jetzt eine ganze Reihe von Initiativen, die da gestartet werden. Ein Flagship davon ist Coparion als tatsächlich VC-Tool der KfW. Und jetzt mit der KfW Capital in Fonds zu investieren, ähnlich wie das der EIF schon seit Jahren erfolgreich macht, das ist der richtige Weg. Das ist ein Beschluss des Bundestages und auch eine, wie ich finde, sehr gute Truppe. Besteht zur Hälfte aus klassisch öffentlichen Bankern, zur Hälfte aus Leuten aus dem Kapitalmarkt. Und ich glaube, die werden schon das deutsche Startup-Ökosystem echt nach vorne bringen. Ja, wir glauben, dass das halt privates Kapital hebelt. Wir haben viele Initiativen in den letzten Jahren gestartet, den Hightech-Gründerfonds, den Investzuschuss Wagniskapital, Exist, eben Coparion, jetzt die KfW Capital. Aber wir können die ganze Förderung von Unternehmen nicht nur staatlich machen. Da muss auch privates Geld daher. Und deshalb wird die KfW Capital in Fonds hineingehen, nicht mehr als 19,99% investieren, sodass 80% der Mittel privates Geld sein werden. Und das ist gut. Insgesamt haben wir im letzten Jahr 1 Milliarde Euro Venture Capital gesehen in Deutschland und das im Vergleich zu den USA mit 84 Milliarden eine relativ bescheidene Zahl. Viel besser als vor einigen Jahren, aber immer noch recht bescheiden und deshalb muss jetzt auch privates Kapital hier an den Start gehen. Und wir werden deshalb mit den Versicherungen sprechen, um institutionelle Gelder einzusammeln. Da ist eine Menge Potenzial. Wir haben im Koalitionsvertrag beschlossen, dass wir einen Fonds auf Fonds machen wollen, weil wir auch von den Versicherungen zu hören, dass die jetzigen Fonds zu klein wären, für sie ist schwer administrierbar, das Risiko wäre zu hoch. Und deshalb wollen wir ein wirklich großes Konstrukt, das muss dann auch zehnstellig am Ende sein. Da können wir auch darüber reden, was die Incentivierung des Staates dafür halt eben sein kann, damit für Versicherungen und institutionelle Anleger eine Investition Sinn macht. Und diese Gelder brauchen wir, um den Markt weiterzuentwickeln.